Salz und Licht. Hoffnungsgeschichten. 100 Mal von Gott bewegt. Ein Podcast der Allianzmission. Ein mutmachendes Vorbild. Herbert Hornecker ist Mitarbeiter in der internationalen Gemeindearbeit in Deutschland. Er berichtet von Shahin. Shahin, ein Flüchtling aus dem Iran, ließ sich 2019 mit seiner Frau taufen. Sein neuer Glaube machte seinen Bruder Ramin neugierig. Er wollte bei der Taufe dabei sein, war jedoch aufgrund seiner fortschreitenden Krebskrankheit auf Hilfe angewiesen. Gott legte mir aufs Herz, ihn und seine Eltern zu diesem besonderen Ereignis einzuladen und abzuholen. Ramin erlebte die Taufe als mutmachendes Vorbild. Als ihn und seine Eltern am folgenden Tag zu mir einlud, erzählte ich ihnen das Evangelium. Ramin nahm das Geschenk der Gnade Gottes an. Seine Eltern bekamen das hautnah mit. Sie fragten, ob das auch noch für ältere Personen wie sie möglich sei. Unsere Antwort war ein klares Ja. Kurz darauf kamen auch seine Eltern zum Glauben. Ramin ist nach einigen Monaten am Krebs gestorben. Aber mit seinem tiefen Frieden und Hoffnung in seinem Herzen, die ihm Jesus gab. Dazu aus Kolosser 3, Vers 4. Betet zugleich auch für uns, auf dass Gott uns eine Tür für das Wort auftue und wir vom Geheimnis Christi reden können. Lesen und ermöglichen Sie weitere Hoffnungsgeschichten unter allianzmission.de/hoffnungsgeschichten.